Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Freitagabend, schön, dass Sie dabei sind. Sven Voss hat Fußball für Sie. Auch von mir einen schönen guten Abend. Und Donald Trump sorgt weltweit für Schlagzeilen. Historische Anklage gegen Donald Trump. Als erster Ex-US-Präsident muss er wohl vor Gericht. Wegen dubioser Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar. Zum Spartarif durch Deutschland. Auch der Bundesrat gibt grünes Licht für das 49-Euro-Ticket. Es kommt zum 1. Mai. Und Abschied mit Hamburger Hafenrundfahrt. Der britische König Charles beendet seinen 3-tägigen Deutschlandbesuch. Das hat es noch nie in den USA gegeben, eine Anklage gegen einen ehemaligen Präsidenten. Donald Trump selbst spricht von politischer Verfolgung. Trump bewirbt sich derzeit erneut um eine Präsidentschaftskandidatur. Und darum geht es in dem Strafverfahren. 2016, kurz vor der Präsidentenwahl. Die Pornodarstellerin Stormy Daniels behauptet, Sex mit Trump gehabt zu haben. Jetzt kommt Trumps Anwalt Michael Cohen ins Spiel. Er zahlt Stormy Daniels Schweigegeld, $130.000 von seinem Konto. Das Geld bekommt er von Trumps Familienfirma, der Trump Organization, erstattet. Soweit, so legal. Aber Trumps Firma deklarierte die Summe offenbar als Anwaltskosten. Und das könnte als Fälschung von Geschäftsunterlagen und als illegale Wahlkampffinanzierung angesehen werden. Mehr von Claudia Bates. Die New Yorker Polizei bereitet sich vor. Sie erwartet mögliche Proteste nach der historischen Entscheidung der Geschworenen, der Grand Jury, Ex-Präsident Trump anzuklagen. Voraussichtlich am Dienstag soll Donald Trump in New York erscheinen, seine Fingerabdrücke abgeben. Seine Anwälte erwarten, dass er keinen Widerstand leisten wird. Wir arbeiten an der Logistik. Auf keinen Fall wird er sich in seinem Wohnsitz Mar-a-Lago verkriechen. Er wird sich dem stellen und ich bin sicher, dass wir erfolgreich sein werden. Verteidige unsere Bewegung, schreibt Donald Trump auf Social Media und nutzt die Anklage, um Spenden einzutreiben. Er inszeniert sich als Opfer politischer Verfolgung. Die Republikaner, selbst innerparteiliche Kritiker, stimmen ein. Die noch nie dagewesene Anklage eines früheren Präsidenten wegen Wahlkampffinanzierung ist ungeheuerlich. Naja, anklagen kann man ja jeden, selbst ein Schinkenbrötchen. Präsident Biden dagegen will betonen, dass die Justiz unabhängig von der Regierung ist. Daher kein Kommentar zu Trump. Auch wegen des Umsturzversuchs nach der letzten Präsidentschaftswahl wird noch gegen Trump ermittelt. Hier geht es um schwerwiegendere Vorwürfe. Donald Trump hat seine Anhänger aufgehetzt. Er hat mit Tod und Zerstörung gedroht. Wenn er jetzt angeklagt wird, ich denke, es wäre gefährlicher, wenn wir nicht der Rechtsstaatlichkeit folgen würden. Vor Trumps Wohnsitz in Florida machen sich seine Anhänger bereit zur Verteidigung ihres Idols in unverbrüchlicher Treue. Johannes Hanau in New York. Was bedeutet denn die Anklage konkret für Trump? Also erstmal gilt für Donald Trump wie für jeden Angeklagten die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils. Und um das zu klären, da gibt es ein geregeltes rechtsstaatliches Verfahren. Als erstes, wir haben es gerade im Beitrag gehört, wird er hier hinten im Gebäude hinter mir erkennungsdienstlich behandelt. Es wird ein Foto von ihm gemacht, er muss Fingerabdrücke abgeben und dann wird er einem Richter vorgeführt. Danach kann er erstmal wieder nach Hause gehen. Anwälte, Staatsanwalt und Richter werden dann das weitere Verfahren festlegen. Und da geht es dann darum, welche Jury ausgewählt wird und wie die Jury ausgewählt wird. Das kann noch Wochen dauern, bis es dann überhaupt zum ersten Verhandlungstag kommt. Und man ist hier eigentlich der Überzeugung, dass diese Verhandlung nicht vor Beginn des US-Präsidentschaftswahlkampfs beendet sein wird. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Verfahren, eins in Georgia und eines in Washington D.C. Da geht es um mögliche Versuch der Wahlmanipulation und dem Entwenden von Geheimdokumenten. Und es könnte sein, dass das Verfahren hier in New York erst der Auftakt von mehreren Strafverfahren gegen Donald Trump ist. Eins ist aber jetzt schon klar, dieses Verfahren hier in New York, damit bringt Donald Trump seine Anhänger auf Temperatur. Für nächsten Dienstag sind hier große Proteste angesagt worden. Aber es sind nicht nur seine engsten Anhänger, sondern eine jüngste Umfrage hier hat gerade ergeben, dass die Mehrheit der Amerikaner, über 60% der Meinung sind, dass diese Verfahren gegen Donald Trump politisch motiviert sind. Dankeschön, Johannes Hanau. Ein verzwickter Fall, nicht nur für Ex-Präsident Trump und seine zahlreichen Anwälte. Wenn Sie mehr wissen wollen, können Sie weitere Hintergründe und Details in unserer ZDF-Heute-App nachlesen. Im Ukraine-Krieg gibt es Namen und Orte, die für die Gräuel des Krieges stehen. Butscha ist ein solcher Name. Butscha ist eine kleine Stadt im Norden des Landes, nahe der Hauptstadt Kiew.
Wer heute Butcher sagt, denkt automatisch an Massaker an der Zivilbevölkerung. Heute vor einem Jahr zogen russische Truppen aus der besetzten und zerstörten Stadt ab. Die Ukraine gedenkt der Opfer. Anne Brühl. Ich liebe Butscha steht in großen Lettern am Ortseingang. Es ist der Ort, an dem Präsident Selenskyj an das Grauen erinnert und an den Jahrestag der Befreiung. Butscha ist zu einem Ort geworden, an dem die Welt gesehen hat, was russische Besatzung bedeutet. Und die Welt hat sich verändert. Die Welt ist aufgewacht. Als die Russen am 31. März 2022 aus Butscha abziehen, hinterlassen sie Verwüstung, Chaos, unermessliches Leid. 637 Todesfälle durch die Russen sind inzwischen von der Staatsanwaltschaft dokumentiert. Was schockiert, die haben Leute überall ermordet, draußen im Haus. Diejenigen, die gefoltert wurden, wurden in den russischen Hauptquartieren erschossen. Diese Stadt war mit Leichen gefüllt. Hinter der Andreaskirche war das Massengrab. Viele Leichen waren hier verscharrt. Männer, Frauen, Kinder. Andriy Halavin ist Priester der Kirche. Hier zeigen sie eine Ausstellung mit Fotografien von damals. Bilder, die schwer zu ertragen sind. Leider können wir das Böse nicht erklären. Wenn wir es erklären, dann rechtfertigen wir es, als ob es anders nicht ginge. Das Böse hat keinen Sinn an sich. Butscha, ein Jahr nach der Befreiung. Es fühlt sich für die Ukraine nicht nach Sieg an. Für Finnland ist der Weg in die NATO frei. Mit der Türkei hat gestern auch das letzte Mitgliedsland dem Beitritt zugestimmt. Das türkische Parlament folgte der Empfehlung von Präsident Erdogan, der seinen Widerstand gegen den Beitritt aufgegeben hatte. Bereits kommende Woche könnte Finnland beim Treffen der NATO-Außenministerinnen und Minister 31. Mitglied des Militärbündnisses werden. Deutschland bekommt sein 49-Euro-Ticket. Auch der Bundesrat hat zugestimmt und jetzt soll alles ganz schnell gehen. Wer möchte, kann es ab Montag kaufen. Ab dem 1. Mai gilt es dann. Und zwar für alle Regionalzüge, S- und U-Bahn, Busse und Straßenbahnen. Das Besondere, das Ticket gibt es nur als monatlich kündbares Abo und es soll hauptsächlich digital ausgegeben werden, also per Smartphone-App. Und Preisnachlässe, etwa für Studierende oder Berufstätige, sind nicht in allen Bundesländern gleich. Die Einzelheiten von Dominik Müller-Roussel. Es sind nur ein paar Schritte von der Haltestelle in die Büros einer Versicherungszentrale in Düsseldorf. Und die Versicherung zahlt, wie mancher Arbeitgeber in Deutschland, einen Zuschuss von 20 Euro aufs 49-Euro-Ticket, um zum einen attraktiv zu sein für Mitarbeiter und zum anderen den Umstieg zu erleichtern. Insgesamt zahlen daher dann jetzt mit dem Deutschland-Ticket unsere Mitarbeiter nur noch maximal 29 Euro und sind in Deutschland jederzeit mobil. Wir machen das in der Hoffnung, dass dadurch noch mehr Mitarbeiter auf die Bahn umsteigen. Doch nicht nur für manche Arbeitnehmer, auch für andere Bevölkerungsgruppen soll es Rabatte geben, und zwar durch die Länder. In Hessen und in Hamburg für Bezieher von Sozialleistungen. Im Saarland, Bayern, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern für Azubis, Schüler und oder Studierende und in Mecklenburg darüber hinaus auch für Senioren. Doch auch andere Länder denken über verschiedene Rabatte nach. Zwar kein Tarifdschungel mehr, aber dennoch Kritik. Weiterhin gibt es einen Flickenteppich, je nach Region und mit den verschiedenen Mitnahmeregelungen. Und das kritisieren wir. Ich denke, da muss ein Schritt noch getan werden in Richtung wirklich einheitliche deutschlandweite Tarife. Mit bis zu 6 Millionen neuen Abokunden rechnen die Verkehrsverbände und drängen nun darauf, dass genügend Geld fließt für Netze und Infrastruktur. Das muss ausgebaut werden in den Städten und vor allen Dingen in dem ländlichen Raum. Und dazu müssen wir mit Bund und Ländern dringend ins Gespräch kommen, damit wir dort ausbauen können. Nächste Woche beginnt der Verkauf. Die Verkehrsunternehmen hoffen, dass das Ticket ein Erfolg wird. Wie geht es weiter mit Gas- und Ölheizungen? Die Koalition hat sich in dieser Frage nun auf einen Gesetzentwurf verständigt. Im Kern müssen ab 2024 neu eingebaute Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Allerdings soll es Übergangsfristen, Ausnahmen und eine umfassende Förderung geben. 30 Jahre alte Öl- und Gasheizungen müssen ausgetauscht werden. Davon befreit sein sollen unter anderem über 80-jährige Menschen.
Unter anderem darüber hatten SPD, Grüne und FDP lange gestritten im Koalitionsausschuss. Und was am Ende als Ergebnis herauskam, traf vor allem bei Klimaschützern auf Kritik. Mehrere hundert Unterstützerinnen und Unterstützer der Umweltbewegung Fridays for Future zogen heute vor das Verkehrsministerium, um gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen zu protestieren. Fridays for Future kritisiert außerdem, dass die Koalition das Klimaschutzgesetz verwässern wolle. Und dazu haben wir auch ein aktuelles ZDF-Politbarometer. Und die Zahlen hat Matthias Vornhoff. Guten Abend, Matthias. Guten Abend. Was glauben denn die Befragten? Wird die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen? Die Zweifel daran sind jedenfalls weit verbreitet. 81% der Befragten glauben nicht, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele erreicht. Deutliche Mehrheiten der Anhänger aller im Bundestag vertretenen Parteien bezweifeln das. Bei konkreten Maßnahmen wie dem Einbau klimafreundlicherer und teurerer Heizungen sind aber auch die Bürger zurückhaltend. Nur 39% finden strengere Auflagen beim Einbau neuer Heizungen gut. Eine Mehrheit von 57% lehnt das ab. Und das Koalitionsklima, wie wird darauf geblickt? Na, das Verhältnis von SPD, Grünen und FDP wird immer kritischer gesehen. Seit Herbst letzten Jahres sagen immer weniger Menschen, dass das Verhältnis der Ampelparteien gut ist. Jetzt nur noch 19%. Fast 3/4 finden es eher schlecht. Schauen wir nach aufs Kräfteverhältnis der Parteien. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 19% minus 2. CDU, CSU 30% plus 1. Grüne 17 minus 2. FDP 7 plus 2. AfD 15 plus 1. Die Linke unverändert 5%. Das würde für Schwarz-Rot reichen und knapp auch für Schwarz-Grün, nicht aber für die regierende Ampel. Dankeschön, Matthias Vornhoff. Gern. Und das gesamte ZDF-Politbarometer können Sie im Heute-Journal um 22 Uhr sehen. Zum Arbeitsmarkt. Da bremst die maue Konjunktur die übliche Frühjahrsbelebung. Die Arbeitslosigkeit sinkt, aber nur leicht. Im März waren laut Bundesagentur für Arbeit 2.594.000 Menschen ohne Job. Das sind 26.000 weniger als im Februar. Die Quote bleibt unverändert bei 5,7%. Im Vergleich zum Vorjahr sind 232.000 Menschen mehr arbeitslos. Es soll eine Krankenhausreform geben. Darüber sind sich Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der ostdeutschen Bundesländer bei ihrem Sondertreffen heute einig gewesen. Wie die Reform aussehen soll, darüber gehen die Vorstellungen allerdings auseinander. Und so fordern die Länder, an den Plänen beteiligt zu werden. Sie fürchten, dass Kliniken geschlossen werden. Cornelia Schiemens hat sich dazu in Sachsen umgehört. Medizinische Grundversorgung für alle gut erreichbar, das bietet das Oberlausitz-Klinikum in Bautzen. Die geplante Krankenhausreform sorgt für Ärger. Die Befürchtung, Berlin entscheidet ohne Kenntnis der Lage vor Ort. Man muss mit den Menschen vor Ort reden und sagen, was brauchen wir? Es geht ja nicht um die Planung von einem Krankenhausstandort alleine, sondern es geht um Versorgungssicherheit, Erreichbarkeit. Ostsachsen ist überaltert, die Bevölkerung schrumpft. Niedergelassene Ärzte gehen in Rente, oft ohne Nachfolger. Das macht so manchem hier Angst. Natürlich macht das Angst oder irgendwas, weil man nie weiß, wie es weitergeht oder irgendwas. Wenn man zu einem Hautarzt möchte, ein Jahr Wartezeit und da kannst du schon hinten krabbeln und schwarz werden und du kommst trotzdem nicht dran. In Berlin heute ein Sondertreffen der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Einig war man sich hier lediglich darüber, dass es dringend eine Reform brauche. Wir kennen die Diskussion, wenn Abteilungen in Krankenhäusern geschlossen werden, wenn Kliniken geschlossen werden, was das in der Bevölkerung macht. Und deswegen braucht man hier einen sehr sensiblen Umgang mit diesem Thema. Spekulationen über Klinikschließungen seien aus Sicht des Gesundheitsministers zu früh. Zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand überhaupt eine Aussage dazu machen, es verschwinden Kliniken durch diese Reform. Ich kann nur sagen, dass Kliniken verschwinden, wenn wir die Reform nicht machen. Bis zum Sommer sollen Eckpunkte des Gesetzes vorliegen. Auch beim Namensrecht will die Bundesregierung etwas ändern. Justizminister Buschmann plant vor allem bei den Doppelnamen mehr Freiheiten. Wenn Frau Müller und Herr Peters heiraten und sich danach Müller-Peters oder Peters-Müller nennen, dann sollen sie auf den Bindestrich verzichten können.
Der Doppelname würde dann auch an gemeinsame Kinder weitergegeben. Heiraten Frau Meyer-Erkendorf und Herr Schulze-Abel, dann können sie sich für einen neuen Doppelnamen entscheiden. Verschiedene Kombinationen wären möglich, etwa Erkendorf-Abel oder Schulze-Meyer. Mehr als zwei Namensbestandteile sollen allerdings nicht erlaubt sein. König Charles III. Heißt übrigens mit vollem bürgerlichen Namen Charles Philip Arthur George Mountbatten Windsor. Zum Ausklang seines Staatsbesuches in Deutschland kam er heute gemeinsam mit Ehefrau Camilla nach Hamburg. Dort ging das Paar bei wenig königlichem Wetter auf Tuchfüllung mit royalen Fans und gedachte der Weltkriegsopfer. Martin Niesen fasst den letzten Tag des Besuches zusammen. An diesem besonderen Ort ist eine gemeinsame Geste an einem für die gemeinsame, auch leidvolle Geschichte wichtigen Ort. König Charles III. Und Bundespräsident Steinmeier legen an St. Nikolai einen Kranz nieder. Die Kirche, bei alliierten Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg zerstört, ist heute Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in der Nazizeit. Die besondere Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und Hamburg zeigt sich auch vor dem Rathaus. Im strömenden Regen warten tausende Menschen und werden belohnt. Charles und Camilla zeigen sich nahbar. Ja, und die Hand geschüttelt. Ich bin ganz aufgeregt. Sehr sympathisch auf alle Fälle, fand ich ihn und auch Camilla. Das war ja mein Traum, ehrlich gesagt. War wirklich mein Traum. Oh Gott, oh Gott. Nach dem obligatorischen Balkonauftritt im Rathaus und dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt lässt sich der König bei einer Hafenrundfahrt über eines seiner Lieblingsthemen informieren: Klimaschutzprojekte. Während die Königsgemahlin eine Schule besucht. Mit Blasmusik und Shanties auf einer Party der britischen Botschaft endet der Hamburg-Besuch des Königspaars nach gerade einmal 4,5 Stunden. Und wenn Sie alle Stationen des royalen Besuchs noch mal sehen wollen, schauen Sie in die ZDF-Mediathek. Der Titel: König Charles III. In Deutschland. Und nun kommen wir zum Sport. 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Und ja, ein Spiel überstrahlt alles, Sven, oder? Ja, absolut. Denn das Duell Bayern gegen Dortmund ist nicht nur der Kampf um die Tabellenführung. Es beantwortet wohl auch die Frage, wer hat die bessere Ausgangsposition im Endspurt um die Meisterschaft. Für den neuen Bayern-Coach Thomas Tuchel ist es ein ganz besonderes Spiel. Thomas Tuchel soll liefern, Siege, den nötigen Motivationskick und das bayerische Überfliegergefühl, aber vor allem den Titel. Wir spüren eine sehr positive Energie und wir spüren, dass alle Lust haben. Wir spüren natürlich eine große Vorfreude auf das Spiel. Sein erstes Spiel mit den Bayern ist gleich gegen seinen Ex-Club und der deutsche Klassiker Bayern Dortmund. Und der BVB führt in der Tabelle. Das schmeckt den Bayern überhaupt nicht. Mit nur einem Zähler zwar, aber der nervt richtig. Die Statistik spricht jedoch für die Bayern. Von den letzten 8 Ligaspielen in München hat Dortmund alle verloren. Der BVB hat jedoch momentan die Qualität, Tabellenführer zu bleiben. Wir wissen auch um unsere Chance und diese Chance, die wollen wir wahrnehmen. Die Meisterschaft wird nicht morgen entschieden. Es geht jedoch für Dortmund und den FC Bayern um nichts anderes als einen Sieg in der Allianz Arena. Und die ersten Bilder im Free-TV zum deutschen Klassiko Bayern gegen Dortmund gibt es dann morgen im aktuellen Sportstudio ab 23 Uhr mit Katrin Müller-Hohenstein. Im Viertelfinale der Champions League der Frauen stand gestern die deutsche Torhüterin des FC Chelsea im Mittelpunkt. Ann-Kathrin Berger parierte gegen Olympique Lyon im Elfmeterschießen zweimal und sicherte den Sieg gegen den Titelverteidiger. Ebenfalls im Halbfinale die Frauen des VfL Wolfsburg. Alexandra Popp trifft in der 20. Minute zur Wolfsburger Führung. Dabei sind die Gäste aus Paris bis dahin spielbestimmend, kommen 10 Minuten später aber nur noch zum Ausgleich durch Top-Stürmerin Kadiatou Diagne, die kurz darauf verletzt vom Platz muss. Wolfsburg hat nach der Pause genügend Chancen zum Sieg. Das 1-1 reicht aber auch fürs Weiterkommen. Ja, wir haben die Zweikämpfe angenommen, wir haben uns wirklich in jeden Ball reingeschmissen. Wir sind unglaublich stolz, dass wir jetzt im Halbfinale stehen. In 3 Wochen kommt Arsenal zum Halbfinal-Hinspiel. Tja, das war's vom Sport. Dankeschön, Sven. Bitte. Bleibt noch das Wetter. Und das war auch heute, am letzten Tag des Frühlingsmonats März, vielerorts so wie hier. Düsterer Himmel, Sturmböen, heftige Regenschauer. Im Ortenaukreis in Baden-Württemberg. Überhaupt war es der nasseste März in Deutschland seit mehr als 20 Jahren. Auch die Sonne schaffte es nur selten durch die Regenwolken. Regnerisch startet morgen auch der April. Ab Sonntag setzt sich von Norden häufiger die Sonne durch. Mehr zum Wetter hat gleich Katja Hornefahr.
Das Heute-Journal können Sie an diesem Abend um 22 Uhr sehen mit Anne Gellinek. Und morgen begrüßt Sie hier Mitri Sirin. Bis bald. Guten Abend. Sturmtief Markus ist herangebraust und hat Orkanböen mitgebracht. Zum Beispiel auf dem Feldberg im Schwarzwald gab es eine Orkanböe mit 154 Kilometer pro Stunde. Kräftige Schauer und Gewitter sind da über uns hinweggezogen. Und diese kräftigen Gewitter, die lassen jetzt im Laufe der Nacht mehr und mehr nach. Was nicht nachlässt, ist der kräftige Regen. Der Wind kommt meist noch aus südwestlichen Richtungen und die Temperaturen sinken auf 9 Grad am Niederrhein und bis 3 Grad an der Ostsee. Und morgen liegen dann die Höchsttemperaturen meist zwischen 7 und 13 Grad. Anders sieht das in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein aus. Da liegen die Werte nur bei 5 bis 6 Grad. Das liegt dort am Wind, der dort schon auf Nordost gedreht hat. Dafür allerdings zeigt sich vor allen Dingen am Nachmittag hin und wieder dort auch mal die Sonne. Sonst wird das ein sehr verregneter Samstag und einzig südlich der Donau kann sich vielleicht mal ein Sonnenstrahl zeigen. Und der Wind weht meist noch recht kräftig aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Am Sonntag setzt sich dann von Norden immer häufiger die Sonne durch. Dafür aber kann es im Erzgebirge und auch am Alpenrand neben den Regenfällen auch Schneeregen und Schneefälle geben. Damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.